Heute werden wir drei gesunde Snacks zusammen vorbereiten, die aus gesunden Zutaten bestehen, super, super lecker sind und alle unter 300 Kalorien haben. Damit haben sie also weniger Kalorien als ein Snickers-Riegel. Der erste Snack ist eine Art Käsekuchencreme im Glas. Ich habe als fruchtige Komponente Mandarinen gewählt, denke aber, dass Erdbeeren auch gut dazu passen würden. Alle Rezepte findest du übrigens wie immer in der Infobox. Wenn du neu hier bist, willkommen! Ich würde mich sehr freuen, wenn du bei Instagram vorbeischauen würdest. Da poste ich regelmäßig neue Rezeptideen und Tipps rund um die Ernährung. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal einmal abonnierst. Also starten wir einmal mit der Käsekuchencreme. Für den Boden starte ich mit Haferflocken. Dazu kommt für die Süße ein wenig Dattelpaste. Die hatte ich schon vorbereitet, indem ich Datteln in heißem Wasser eingelegt habe, um sie weicher zu machen und dann mit dem Pürierstab zu einer Paste weiterverarbeitet habe. Datteln enthalten viele Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe, die für die Verdauung und die Regulierung des Blutzuckerspiegels vorteilhaft sind. Beide Zutaten werden gut vermengt und dann gebe ich ca. 90% davon in ein Glas. Die restlichen 10% werde ich später als Topping benutzen. Für die Creme vermenge ich Zitronensaft, Agavendicksaft, Frischkäse und 20%igen Speisequark miteinander. Um die Creme vanilliger zu machen, gebe ich auch noch Vanillepaste hinzu. Gemahlene Vanille funktioniert auch, dann könnt ihr sogar noch mehr Kalorien einsparen. Für die Fruchtkomponente habe ich Mandarinen ein bisschen zerdrückt und auf die Creme gegeben. Fertig ist das gute Stück. Ein komplettes Glas steckt voller guter Nährstoffe und hat um die 294 Kalorien. Weniger natürlich, wenn ihr statt der Vanillepaste gemahlene Vanille verwendet habt. Snack Nummer 2 sind kleine Erdnussbutterkekse. Wenn ihr Erdnuss nicht mögt oder nicht vertragt, könnt ihr natürlich auch zu einem anderen Nussmus greifen. Ganz euch überlassen. Für die Herstellung brauchen wir Hafermehl. Ich habe meins einfach selber gemacht, indem ich Haferflocken gemahlen habe. Aber zur Not gibt es Hafermehl auch fertig zu kaufen. Die weiteren Zutaten sind Apfelmark, welches ein wenig Feuchtigkeit in den Teig bringt, und Agavendicksaft für die Süße. Ach ja, und Erdnussbutter natürlich, aber wie gesagt, hier einfach die Nussbutter nehmen, die euch am besten gefällt. Dann werden erstmal alle Zutaten miteinander vermengt. Ich habe irgendwann einfach meinen Standmixer benutzt, das hat dann nur 3 Sekunden gedauert und die Masse war fertig. Jetzt muss der Teig zu kleinen Kugeln geformt werden.
Anschließend nehme ich ein Glas, um sie platt zu drücken. Mein Teig ist an den Seiten etwas aufgerissen, sodass ich ihn dort glatt gestrichen habe. Das ist kein Muss, aber ihr könnt das auch machen. Dann wandern die guten Stücke in den Ofen und zwar bei 180 Grad Umluft für ca. 10 bis 12 Minuten. Immer mal nachschauen. Zum Schluss habe ich noch ein wenig Schokolade darauf gegeben und fertig sind die Kekse. Alle zusammen haben 275 Kalorien. Der letzte Snack ist für alle Schokofans da draußen. Und zwar ist es eine Art gesundes Schokomousse mit einer knackigen Haube aus weißer Schokolade. Wir fangen an und verrühren griechischen Joghurt mit Agavendicksaft und geschmolzener kalorienarmer Schokolade. Dann kommen Backkakao und Hafermehl dazu. Um die Feuchtigkeit der Masse zu binden und einen Mousse daraus zu machen, kommt noch Kokosmehl dazu. Dann kommt das Ganze in ein kleines Schälchen. Über die erste Schicht kommt ein bisschen High-Protein-Pudding in der Sorte Schokolade. Für die weiße Haube habe ich einfach ein wenig kalorienarme weiße Schokolade geschmolzen und gebe sie über den Pudding. Hier müsst ihr etwas vorsichtig sein. Dort, wo der Pudding mit der warmen Schokolade in Berührung kommt, wird er flüssiger. Also müsst ihr einfach ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr die weiße Schokolade verstreichen wollt. Das Schälchen kommt dann in den Kühlschrank, bis die oberste Schicht fest ist und dann ist euer Snack fertig. Die ganze Schale hat 271 Kalorien. Aber glaubt mir, schon nach der Hälfte ist man eigentlich zufrieden. Das waren meine Snack-Ideen. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Rezept euch am besten gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal.